Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in unserem YouTube-Channel. Mein Name ist Simone Zervos, ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht in der Kanzlei Zöll, Hermanns und Schlüter und eure Ansprechpartnerin für das Beamtenrecht. Heute beschäftigen wir uns mit dem Disziplinarverfahren im Beamtenrecht. Ich werde euch zunächst kurz den Ablauf des Disziplinarverfahrens schildern und euch dann erklären, wie ihr euch auch mit unserer Hilfe effektiv in einem Disziplinarverfahren verteidigen könnt. Das Disziplinarverfahren beginnt, indem der Dienstherr offiziell das Disziplinarverfahren einleitet. Und das passiert, wenn der Dienstherr den dringenden Verdacht eines Dienstvergehens hat. Hier muss unterschieden werden bei Landesbeamten nach dem Landesdisziplinargesetz NRW und bei Bundesbeamten nach dem Bundesdisziplinargesetz. Bei Angestellten wird kein Disziplinarverfahren eingeleitet. Hier werden arbeitsrechtliche Maßnahmen wie zum Beispiel eine Abmahnung oder eine Kündigung in Betracht kommen. Beispiele für ein Dienstvergehen sind zum Beispiel Arbeitszeitbetrug, Untreue, Mobbing von Kollegen oder zum Beispiel der Besitz kinderpornografischen Materials. Wie ihr an der Aufzählung seht, kann auch ein außerdienstliches Verhalten dazu führen, dass ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird. Voraussetzung ist hier aber, dass das außerdienstliche Verhalten einen Bezug zu dem dienstlichen Verhalten des Beamten hat. Das heißt, es muss ein innerdienstlicher Bezug bestehen. Wenn dies nicht der Fall ist, kann aufgrund eines außerdienstlichen Verhaltens kein Disziplinarverfahren eingeleitet werden. Ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel ein Polizist, der in seiner privaten Freizeit Drogen verkauft. Hier wäre es natürlich zulässig, wenn gegen ihn ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird. Nach der offiziellen Einleitung des Disziplinarverfahrens werdet ihr als Beamte natürlich darüber informiert. Das Disziplinarverfahren darf nicht im Geheimen, das heißt nicht ohne Wissen des Beamten, durchgeführt werden. Mit der Mitteilung werdet ihr zugleich aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. Das müsst ihr allerdings nicht. Das heißt, ihr seid nicht verpflichtet, in diesem frühen Stadium eine Äußerung abzugeben. Aus der Praxis kann ich euch auch anraten, sich nicht frühzeitig im Disziplinarverfahren zu äußern, sondern bereits in diesem frühen Stadium anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wir können gemeinsam mit euch die Disziplinarakte anfordern und können dann schauen, welche Beweise liegen denn überhaupt vor. Wir werden dann gemeinsam mit euch entscheiden, ob es Sinn macht, eine Einlassung abzugeben und werden dann die effektive Verteidigungsstrategie gemeinsam mit euch ermitteln. Deshalb solltet ihr euch merken, in einem frühen Stadium solltet ihr keine Einlassung abgeben. Im zweiten Schritt wird der Dienstherr dann nach der Eröffnung des Disziplinarverfahrens und der Mitteilung an euch eigene Ermittlungen durchführen. Das können zum Beispiel die Anhörung von Zeugen oder die Einholung von Auskünften sein. Hier ist es besonders wichtig zu wissen, dass euch natürlich auch Beteiligungsrechte zustehen. Diese solltet ihr auch aktiv geltend machen. Heißt, ihr könnt selber zum Beispiel die Anhörung von Zeugen oder die Einholung von Auskünften beantragen. Hierbei können wir euch als erfahrene Anwälte im Beamtenrecht unterstützen. Denn nach unserer Erfahrung ist es leider häufig so, dass der Dienstherr eher dazu neigt, die belastenden Umstände zu ermitteln und die entlastenden Umstände eher unter den Tisch fallen. Hier können wir euch helfen, auch entlastende Umstände für euch vorzubringen und so eine effektive Verteidigung für euch aufzubauen. Wenn die Ermittlungen von dem Dienstherrn durchgeführt wurden und abgeschlossen sind, wird das Disziplinarverfahren beendet. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen kann der Dienstherr das Disziplinarverfahren einstellen, dann gibt es keine Disziplinarmaßnahme. Es kann aber auch sein, dass am Ende der Ermittlungen eine Disziplinarmaßnahme gegen euch verhangen wird. In Betracht kommen hier der Verweis, die Geldbuße oder die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. Wie ihr schon seht, sind das sehr einschneidende Maßnahmen. Vor diesem Hintergrund ist es besonders wichtig, dass man sich im Disziplinarverfahren überlegt, was möchte ich denn überhaupt erreichen und sich dann auch mit anwaltlicher Hilfe oder aber auch alleine effektiv verteidigt. Um diese Maßnahmen zu verhindern, muss der Dienstherr dann dem Beamten nochmal das letzte Wort einräumen. Das heißt, bevor das Disziplinarverfahren eingestellt wird oder eine Disziplinarmaßnahme ergeht, könnt ihr euch nochmal nach Beendigung der Ermittlungen abschließend äußern. Wichtig ist hier auch zu wissen, ein Disziplinarverfahren sollte grundsätzlich beschleunigt durchgeführt werden. Richtschnur sind hier 6 Monate, das heißt, nach 6 Monaten sollte das Disziplinarverfahren abgeschlossen sein. Wenn dies nicht der Fall ist,
gibt es dafür natürlich Rechtsschutzmöglichkeiten. Man kann einen Antrag an das zuständige Verwaltungsgericht stellen und hier beantragen, dass das Disziplinarverfahren innerhalb dieser Frist abgeschlossen wird. Wenn der Dienstherr nun Disziplinarmaßnahmen erlässt, diese können auch zum Beispiel vorläufig erlassen werden, wie eine vorläufige Suspendierung, dann könnt ihr hiergegen natürlich Rechtsmittel einlegen. In Betracht kommen der Widerspruch, die Klage oder bei vorläufigen Maßnahmen auch der einstweilige Rechtsschutz. Hier könnt ihr uns gerne kontaktieren. Wir haben in diesen Bereichen jahrelange Erfahrung und können mit euch dann das richtige Rechtsmittel einlegen und euch effektiv verteidigen. Wichtig ist es hier immer zu wissen, dass natürlich Fristen laufen. Beim Widerspruch und bei der Klage läuft eine Frist von einem Monat. Bei vorläufigen Maßnahmen müssen die Rechtsmittel natürlich schneller eingelegt werden. Hier wird häufig eine Frist von 7 bis 14 Tagen nach Bekanntgabe der Maßnahme in Betracht kommen. In vielen Fällen wird es Sinn machen, eine Disziplinarmaßnahme oder eine vorläufige Maßnahme mit einem Rechtsmittel anzufechten. Hier kann ich euch nur empfehlen, einen erfahrenen Anwalt im Beamtenrecht zu konsultieren. Aufgrund der schwierigen Rechtsmaterie ist es hier häufig so, dass ihr auf eine effektive Verteidigung angewiesen seid. Wenn ihr noch Fragen zum Disziplinarverfahren habt oder vielleicht gerade ein Disziplinarverfahren gegen euch eingeleitet wurde, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Die Kontaktdaten findet ihr unter dem Video. Sollte euch das Video gefallen haben, würden wir uns über ein Like oder ein Abonnement unseres YouTube-Channels sehr freuen.